Moin Moin, liebe Leute und heute liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Mit dabei ist jetzt schon Cotey. Er hat schon wieder mit zu viel Lärm gemacht, dann mache ich es jetzt auch mal. Mahlzeit. Das Händereiben musste sein, ja? Ja, wenn ich schon Alexi Bexi nachmache, dann auch richtig. Nutella. Ja. Neue Mission, neues Glück. Ja, erstmal. Die erste Hut Mission. Einblenden. Den Hut. Ah, den hat, also. Ja. Ja. Ja, ich geb zu, der war. Ich musste selbst kurz überlegen, was du eigentlich meintest. Im selben Moment habe ich ihn bei mir eingeblendet. Da fiel es mir dann auf wie die Schuppen vom Auge und so. Nächste Mission: gefroren. Die USS Noble wird vermisst. Schon wieder? Hä? Okay. Gehen Sie einem Notsignal nach und suchen Sie nach Überlebenden. Wieso in drei Teufelsnamen kommt mir das so bekannt vor? Weil die ständig in Schwierigkeiten geraten. So, ich klicke jetzt auf nochmal spielen, so. Ich klicke auf rufen. We know from the information you recovered from the Vahar system that the Tal Shiar are planning to attack a Riemann settlement in the Dara system. We have an opportunity to reach the settlement first. This may be a completely internal matter. And if so, the Prime Directive will come into play. We will not be able to interfere. But if there is an outside influence directing these matters, we must know what it is. Our encounters with the Undine and the Changelings have proven that there are entities attempting to move the powers of the Quadrant like pieces in a Cal-Toe game. It is essential to protecting the Federation to see these attempts for what they are and counter them. I want you to go to the Dara system and learn more about the Riemann uprising. The Riemanns will have hidden their base, so you may have to use subterfuge to find it. One more thing. I realize this is a dangerous situation and that you may be drawn into conflict, but do not antagonize the Riemanns or the Romulans if you can avoid doing so. We are already at war with the Klingon Empire. I would prefer to avoid another extended conflict. Boah, da bin ich froh, dass ich das nicht vorlesen musste. Ja, ne? So viel Text. So, und schlau wie wir waren, befinden wir uns natürlich auch schon direkt beim Dera-System. Dera 2 ist ein unbewohnter Klasse-L-Planet, der einen Klasse-F-Stern umkreist. Er ist einer von mehreren Planeten, auf denen die Sternflotte nach der Zerstörung der romulanischen Heimatwelt Sensoren-Arrays installierte. Die Arrays. Das ist schon wieder ganz lustig. Bei mir steht das schon wieder ganz anders da. Echt? Sinngemäß gleich, aber anders formuliert. Kann ich auch nichts für. Ich benutze die ARC-Version. Ich weiß nicht, ob die anders patchen. Die Arrays sind so eingestellt, dass sie die Strahlungsausbreitung der Hobo-Supernova erfassen und sie sind Teil einer 30-Jahre-Studie zu den Langzeitauswirkungen eines derartigen Ereignisses auf die umliegenden Sektoren. Ja, pass auf, ich lese jetzt mal vor, wie es bei mir steht, ja? Dera 2 ist ein unbewohnter Planet der Klasse L mit einem Klasse F-Stern. Es ist eine der Welten, auf denen die Sternenflotte nach der Zerstörung der Heimatwelt der Romulaner ein Sensorenarray installierte. Die Arrays sind kalibriert, um die Verbreitung von Strahlung von der Hobo-Supernova aufzuzeichnen und sind Teil einer auf 30 Jahre angelegten Studie, um die Folgen eines solchen Ereignisses auf die Sektoren in der Umgebung zu untersuchen. Dingemäß gleich, ich weiß nicht warum. Also, falls PWE oder Levando, der ja zumindest im Livestream ab und zu mit dabei ist. Warum? Einigt euch bitte auf eine deutsche Übersetzung und dann bitte komplett richtig. Falsch war meine Übersetzung hier jetzt nicht gerade. Nee, meine jetzt auch nicht, aber es gibt so manche andere Texte, da fasst man sich ja den Kopf und fragt, warum? Ja. Oder gut, dann. Was wollt ihr mir eigentlich sagen, so sinngemäß? Dann fangen wir mal an. Gefroren. Ist immer schön aus, wenn zwei Schiffe gleichzeitig reinwarpen. Ja, ne? Ja,
Admiral, die Romulaner blockieren unsere Sensoren, weshalb wir Unterstützung benötigen, wenn wir den Standort ihrer Basis ausmachen wollen. Wir brauchen eine Art Fremdenführer. Das sind aber die Remaner, nicht die Romulaner. Admiral, die Remaner blockieren unsere Sensoren, weshalb wir Unterstützung benötigen, wenn wir den Standort ihrer Basis ausmachen wollen. Wir brauchen eine Art Fremdenführer. Mhm. Bekommt eine völlig neue Bedeutung. Wir brauchen einen Fremdenführer. Aha. Haben wir noch einen Österreicher? Nein. Bei wo? Oh. Du hast ja vom Österreicher verlangt. Ja. Ist der Einzige, der mir gerade einfällt. Ja, ich kenne noch zwei, drei andere, aber die möchte ich nicht in dieses Klischee mit reinziehen. So, willst du Seite 2? Ja. Die Sensoren melden einen Kommunikationssatelliten ganz in der Nähe. Wir sollten ihn modifizieren können, sodass wir ein Signal senden können, von dem die Remaner glauben, dass es von einem ihrer Schiffe stammt. Wenn die Remaner jemanden schicken, um das Signal zu untersuchen, können wir ihr Schiff mit unseren Sensoren erfassen und es bis zur Basis verfolgen. Achso, wir spielen jetzt quasi Polizeiverfolgungsjagd. Auf dem Highway. Oh, Ameisenkrieg in Alaska. Was ist in Alaska? Ameisenkrieg in Alaska. Kennst du das nicht? Hatte ich gerade auf der Minimap, als ich durch diese Wolke geflogen bin. Ach so, das, ja. Wow. Yeah, bremst doch mal, du liebes Schiff. So. Die Modifikationen sind abgeschlossen, Admiral. Wenn wir die Übertragung starten, sollten die Remaner denken, dass es von einem Schiff stammt, das Energie verliert und Hilfe benötigt. Hinter uns befindet sich ein Mikronebel. Das sollte reichen, um die Energiesignaturen der USS Community und der Intrepid zu verschleiern, während wir auf die Ankunft unseres remanischen Fremdenführers warten. Ziehen Sie sich in den Mikronebel zurück und senden Sie das Notsignal an die remanische Basis. So. Das ist also quasi nochmal in diese komische Kehrtmarsch. Ja. Das ist die Pöttchen. Ich bin vorhin ironischerweise durchgeflogen. Ja, ich auch. Boah, dieses. Du sollst aber schon hier drin bleiben. Ja, das Bremsen dauert bei dem Pott hier mittlerweile so lange, der fliegt einfach durch diesen Nebel dann durch. Hinten macht's blink blink. Sende das Signal schon mal dann, ne? Ja. Signal haben funktioniert, Captain. Remanisches Scoutschiff in Reichweite. Ich habe das remanische Schiff mit unseren Sensoren erfasst. Wir können es verfolgen, sollte es auf Warp gehen. Ich registriere einen massiven Energieanstieg. Sir, es... Mulana, das Schlachtschiff lädt seine Disruptoren und... Aber wir sollen ja den Text so schnell lesen. Ja, selbst lesen geht schneller. Ich glaube, die Texte sind nicht zum Vorlesen gedacht. Ja. Captain, das remanische Schiff hat sich getan, doch sein Antrieb ist beschädigt und die Sensoren melden einen Tachyonenleck. Sie werden sich nicht lange tarnen können. Wenn wir die Romulaner ablenken, haben die Remaner eine Chance, sich zu enttarnen und auf Warp zu gehen. Anderenfalls, ich denke nicht, dass sie den Romulanern lange standhalten können. Wenn das remanische Schiff zerstört wird, wird mit ihnen unsere beste Chance vernichtet, die Basis zu finden. Ja, dann. Hallo romulanischer Freund, fragt sich, wo wir herkommen? Captain, das Hauptschiff der Romulaner ruft uns. Sie wissen, dass wir hier sind. Ich lege es auf den Hauptschirm. Die einkommende Nachricht. Testament of the Romulan Star Empire. Ja, das war jetzt nicht der ganze Text, der vorgelesen wurde. Okay.
A, die berühmte USS Community E und die Intrepid. Sie sind recht weit vom Föderationsraum entfernt, nicht wahr? Bieten Sie diesem remanischen Rebellen keine Hilfe oder Unterstützung an und verlassen Sie sofort das System. Wenn Sie meinen Anweisungen Folge leisten, kann ich darüber hinwegsehen, dass Sie sich in interne Angelegenheiten eingemischt haben. Andernfalls sehe ich mich dazu gezwungen, Ihre Anwesenheit als ein Eindringen ins romulanische Territorium anzusehen. Das wäre bedauerlich für Sie. Ich glaube, eher für ihn. Ich denke ihm auch gerade so. So, ready? Okay, du siehst hier schon. Und du solltest deine Energie mal wieder auf die Waffen umleiten. Oh, stimmt, danke. Habe ich im Livestream nämlich gesehen. Ja. Bin ich deswegen so aufgeplatzt? Nein. Doch. Echt? 25% auf Waffen und 25% auf Schilde ist nicht unbedingt viel. So. Jetzt müssen wir den ansprechen. Ja, ist hier nicht noch irgendwo was zum Scannen dahinter, hinter mir? Lass du mir eben kurz meine Konfiguration hier wieder um. Ich hab mir wieder Bock, ein bisschen mehr mit meinen Torpedos zu arbeiten. Rechnen unter. Admiral, das remanische Scoutschiff hat sich enttarnt. Sie versuchen uns abzuschütteln. Wir müssen an ihnen dranbleiben und ihre Warp-Signatur zu erfassen. Okay. Ah, jetzt habe ich sie verloren. Pack mal nicht schnell weg. Admiral, das romanische Scoutschiff hat sich enttarnt. Sie versuchen uns. Achso, das hast du gerade vorgelesen, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Aber ich hab sie wieder voll im Blick da vorne. Muss interagieren, irgendwie. Muss interagieren, das klingt wie so, als ob du versucht wieder eine fremde Macht die Gehirngedanken zu übernehmen, also. Ja, ich versuche mich gerade anzupassen, dass ich bist nicht... Bist du ihm auf den Fersen, weil dann kann ich nämlich hier das Magnetiterz einsammeln. Ja, ja, ich flieg so hinterher. Oh, wow. Wie legen jetzt hin? Ja, aber hier kommen Gäste. Als Freunde. Romulaner. Ja. Die sind doch alle lieb. Ja. Dabei immer so dieses Filmzitat aus der Schule des Manitou im Kopf, nur ich denke dabei nicht an Indianer, sondern an Romulaner. Das remanische Schiff hat einen kurzen Warpsprung durchgeführt und ich habe seine Koordinaten erfasst, Sir. Wir können auf Warp gehen, sobald Sie bereit sind. Remanisches Scoutschiff verfolgen. Ein Niebereiter. Du bist aber in eine ganz andere Richtung geflogen als ich. Ja. Ich hab einen großen Wendekreis gemacht danach. Also, ich empfange hier keinerlei Signale von Schiffen, Admiral. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn sich in diesem Gebiet getarnte Schiffe befänden. Konzentrationen von Tachyon-Partikeln können auf getarnte romanische Schiffe hinweisen. Ich werde das Gebiet weiter scannen. Auf der Oberfläche des Planeten befindet sich jedoch etwas Interessanteres. Die Sensoren melden eine große unterirdische Anlage. Dies könnte durchaus die Basis sein, die der romanische Widerstand nutzt. Das gesamte Gebiet wird jedoch von einem Magnetschild geschützt, sodass wir nicht hineinbieben können.
Es gibt eine Reihe von Höhlen, die direkt an die Anlage anschließen. Wir könnten dort ein Team hinunterschicken und versuchen, eine Möglichkeit zu finden, das den Magnetschild zu deaktivieren oder zu umgehen. Okay. Ja. Egal, da hinten wäre noch was zum Scannen gewesen. Ich lasse es jetzt mal. Ich hatte ja schon zwei Sachen, das muss erstmal genügen. Der Craft ist hier überhaupt nicht. Admiral, das ist unglaublich. Die unterirdische Höhle, in der wir uns befinden, ist natürlichen Ursprungs. Aber die Basis selbst ist ein Schiff. Die Derridex-Klasse, wenn meine Tricorder-Daten korrekt sind. Die Remaner haben ein verlassenes Schiff in diese Höhle geschafft. Wir befinden uns anscheinend in einem Wartungsbereich, der an den Schiffsrumpf angrenzt. Die Remaner bauen in diesen Tunneln wahrscheinlich Rohstoffe ab. Ich empfange mehrere Erzadern, die sich als natürlich erweisen könnten, wenn sie Schiffsteile oder Waffen replizieren. Die sich als nützlich erweisen könnten, wenn sie Schiffsteile oder Waffen. Okay. Ich finde jedoch keine Möglichkeit, von hier aus in das Schiff zu gelangen. Wir müssen einen Weg ins Innere finden. Mensch, es kommt mir langsam vor wie bei DS9 so vor allem. In einen Weg rein. Ja. Wenn du Glück hast, kommst du auch wieder raus. Du bist da drin, in einen Weg raus. Na toll. Ja. Just der Weg rein ist gerade verschüttet gegangen. So, was haben wir denn hier vorne? Ah. Tiere. Kalt hier unten. Gefühlt. Ich merke auch gerade, ich trage die völlig falsche Uniform. Ich überleg gerade, habe ich denn irgendwas, was wärmer ist? Ja, hier mein Arbeitsanzug. Hier. Ne. Ah, ja, zwei große Energiezellen. Ist nix. Ist auch nix. Wo ich gerade ein Tribble gehört habe. Das könnte einer von. Oh. Ja, wo nehmen die hin? Aber warum denn immer auf mich? Die mögen dich. Ich merke das schon. Mit so einer Kulisse könnte ich mir auch irgendwie die andorianische Heimatwelt vorstellen. Nur mit einer großen, schönen Stadt. Was hast du gerade? Einen blutenden Biss? Ja, hatte ich gerade. Ich bin gebissen worden von dem Viech. Ich bin auch gerade überlegen, ob diese Uniform hier wirklich ausreichend ist bei der Kälte. Achso, okay. Gerade den Text da überflogen, der an der Seite stand. Finden seinen Eingang in die Basis. Ja, hier finde ich den offensichtlich nicht. Das ist irgendwie ein leerer Raum hier. Uah. Obwohl? Ne, ist kein Transporter. Ne, wo bist denn du jetzt hin? Schon in den nächsten Raum gelaufen. Oh mein Gott, kommt direkt auf uns zu! Ja. Ja, South Park. Ich glaube sogar die allererste Folge, wo das drin vorkam. So, was haben wir hier Schönes? Ach ja. Dieser Tunnel führt direkt in den Hauptbereich der Basis, Sir. Aber er ist vollständig blockiert. Ich frage mich, ob eine Waffe auf höchster Stufe die Blockade durchbrechen würde. Ja, wohl nicht. Darum ist hier ja auch der Bohrer. Das erinnert mich jetzt wirklich an eine Deep Space Nine Fallen Mission. Welche? Auf dem Planeten, wo der Tempel ist und man mit Cisco nur weiter in den Tempel kommt, wenn man mit Hilfe einer Minenbohranlage ein Loch in einen Tunnel sprengt, der dann in den dahinter befindlichen Raum zum Tempel führt. Ich weiß nicht. Dieses Tor besteht aus einer Tritanium-Legierung, Admiral. Eine Handfeuerwaffe kann da nichts ausrichten. Wir brauchen etwas wesentlich Stärkeres.
Das ist es. Sir, haben Sie den Abbaulaser gesehen? Nein. Er war so dezent klein. Wenn er funktionstüchtig ist, können wir ihn vielleicht so modifizieren, dass er das Tor durchbricht. Ich glaube, die Steuerung des Lasers befindet sich auf der anderen Seite dieser Wand. Was sammelst du hier eigentlich für Sachen ein? Was ist das? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist da. Cool. Auf der anderen Seite dieser Wand, also hier auf dieser Rückseite oder was? Ah, hier. Minenlaser verwenden. Ja, kaputt. Na toll. Ich und Technik, wa? Irgendwas stimmt mit dem Abbaulaser nicht, Sir. Wir sollten einen detaillierten Scan durchführen, um die Ursache für das Problem zu bestimmen. Danke, ich bin auch Ingenieur. Siehst du meinen Blaumann nicht? Eigentlich trägst du eine rote Uniform. Nein. Minenlaser scannen. Hab mich doch umgezogen. Achso, okay. Admiral, das Energiesystem des Abbaulasers ist nicht stark genug. Es wird das Tritanium nicht schneiden können. Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Ihre Ausbildung wird Ihnen dabei behilflich sein können. Yay! Sie müssen lediglich eins der karrierebasierten Ziele erfüllen, um fortzufahren. Ihre technischen Ausbilder haben immer darauf hingewiesen, die Ursache für ein Problem zu bestimmen, bevor sie versuchen, es zu lösen. Sie können als erstes eine Ebene 1 Diagnose des Energiesystems des Abbaulasers durchführen. Ja. Ich habe gerade irgendwie diese Musik von Schuh des Manitou im Kopf. So, Lektion 1, anschleichen. Ja. Ach, ja. Ich diagnosiere mal. Diagnoseergebnisse. Der Abbaulaser weist keine Fehlfunktionen auf. Die Energieversorgung ist unzureichend, um den Laser bei voller Kraft zu betreiben. Empfehlung: Tauschen Sie die Energieleitung aus, um die Leistung zu erhöhen. Okay. Die nasskalten Bedingungen in dieser Höhle könnten dazu geführt haben, dass einige der Energieleitungen ausgefallen sind. Gerostet wahrscheinlich, ne? Das Kupfer. Klar. Klar. Mhm. Im 24. Jahrhundert. Oder 25. fast. Ne, ist es 25. Wenn Sie die beschädigten Leitungen bestimmen und reparieren können, sollten Sie in der Lage sein, die Leistung des Abbaulasers zu erhöhen. Leitungen, Leistungen, alles in einem Text, das ist verwirrend. Gut. Hier können wir nichts machen. Wir müssen woanders hin. Oh, wo denn? Du hast extra meinen Blaumann angezogen. Dann muss ich das ja auch nochmal lesen. Die Energieleitungen sind 3 Stück. Hier müssen die sein. Und ich irgendwo an, in, um die Wände herum. Bäh. Hier hinten ist nix. Ich laufe gerade nochmal zurück und gucke, ob hier irgendwo was ist. Vielleicht in diesen einen großen Raum, wo vorher nichts drin war. Da warst du hier schon. Okay. Eine habe ich gefunden. Ah, die Dinger, ja, davon habe ich auch schon mal irgendwo eine gesehen. Warte mal, die waren ziemlich warm am Anfang. Wieso bin ich jetzt toxinisch verseucht? Was habe ich denn jetzt wieder getan? Scheiß Spinnen! Ah, widerlich. Juckt's überall. So, einen habe ich aktiviert. Ich weiß nicht, ob hier noch einer. Einer fehlt dann. Ah, hier, am Startpunkt. Hey, was ist denn das? Bin. Ich glaube, ich kann das nicht machen, weil ich ununterbrochen angegriffen werde. Nee, wenn du gerade im Moment vergiftet bist, dann musst du es gleich nochmal machen. Ja, leider. Jetzt nicht mehr vergiftet, ja. Auszeichnung gehalten, Mr. Fixit. Es hat funktioniert.
Die Energiezufuhr zum Abbaulaser ist stabil. Er sollte funktionsbereit sein. So, welche Konsole schalte ich das Ding jetzt ein? Du bist ja noch. Den Laser okay. Verwenden. Geschafft! Der Weg in die remanische Basis ist frei, Admiral! Die Remaner werden gewarnt sein, wir müssen also vorsichtig sein. Doch ich habe das Gefühl, dass Obisek uns sehen möchte. Denn hätten wir auch gleich vorne klopfen können. Ja. Aber hi. Guck mal. Juhu. Da. Mir ist Hans. Immer noch sehr tief gefroren hier drin. Hallo. Ja. Da kommen Gäste. Die, ja, kann... die tun uns nicht. Hä? Die sind blau. Remanischer Widerstand. Hier ist was zum Scannen. Das hat gerade mit Priorität. So. Ah, hier, mit dem. Warum sind Sie hier, Außenstehender? Stellen Sie Ihre Fragen, ich werde sie beantworten. Warte, erzählen Sie mir von... Was? Ach, du bist da, da bist du ja schon. Oh. Ja. Erzählen Sie mir von Ihrem Leben hier und laufen Sie nicht weg. Der steht ja noch genau vor mir. Okay, ja, bei mir sind gerade irgendwelche Leute durchs Bild gelaufen. Die Nächte sind kalt und wir haben nicht genug Nahrung. Dieser Ort ist nicht besonders. Momentan befinden wir uns in Sicherheit von dem Tal Shiar. Aber ich befürchte, dass sich das bald ändern wird. Ja, armes Haschall. Warum kämpfen Sie gegen die Romulaner? Meine Frau arbeitete auf einem Bergbauschiff. Es war kein militärisches Schiff. Es war nicht mit Waffen ausgestattet und hatte nur schlechte Schilde. Es befand sich nicht in einem Sperrgebiet und stellte für niemanden eine Bedrohung dar. Der Tal Shiar kaperte es und verhörte die gesamte Crew wochenlang. Meine Frau starb schreiend in einem Verhörraum des Tal Shiar. Ich kämpfe für sie. Ja, kämpfe für sie oder klingt eher wie Rache. Ein bisschen. Was streben Sie an, wenn dieser Konflikt endet? Was ich will? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Alles, was ich jemals wollte, starb mit meiner Frau. Also, dass diese Herrschaften hier solche Gefühle haben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber okay. Ja, beendet. Obisek finden. Also, gefühlt sehr kalt hier, ey. Guck mal, hier ist noch einer. Sie sind Ihnen nicht erwünscht, Außenstehender. Sie haben eine Frage. Na gut, stellen Sie sie und verschwinden Sie wieder. Warum sind wir hier unerwünscht? Obisek sagt, wir sollen Ihnen vertrauen. Er sagt, dass wir Verbündete brauchen und die Föderation uns helfen wird. Ich glaube ihm nicht. Wenn ich etwas in meinem langen Leben gelernt habe... Dann, dass man Außenstehenden nicht vertrauen kann. Am Ende werden sie sich gegen uns wenden, wie eine Schlange. Kann mich auch winden, ja. Total. Wind, Wind. Ich würde übrigens sagen, wir sprechen mit dem Herrn hier noch eben zu Ende und dann müssen wir die Mission auch beenden oder die Folge. Warum glauben Sie, dass Obisek Unrecht hat? Ich bin alt und ich habe viel gesehen. Ich habe mit Shinson gekämpft. Er war von Außenstehenden besessen. Er riskierte alles in einem sinnlosen Angriff auf die Föderation. Wenn er mehr an unser Volk und weniger an seinen Menschenhass gedacht hätte, würden wir das Reich heute kontrollieren. Stattdessen haben wir gar nichts. Das hat man davon, wenn man sich mit einem Außenstehenden einlässt. Ein sehr vertrauensvolles Kerlchen. Was wollen Sie? Das Tee. Ich will Frieden, Außenstehende, und ich will Ruhe.
Meine gesamte Familie und alle meine Freunde sind tot. Ich nehme nicht aus Überzeugung an dieser Rebellion teil. Ich kämpfe, weil das alles ist, was ich kann. Doch dieser Kampf wird mein letzter sein. Wenn er vorbei ist, werde ich mir einen dunklen Ort suchen. Dort bleibe ich dann bis ans Ende meiner Tage. Ja, es kann ja nicht mehr lange dauern. Mein Gott, ist das ein deprimierendes Völkchen hier. Ja. Vor allem das Kerlchen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder am Freitag und bis dahin macht's gut und schwingt einen Hut. Jo, Moos.